Am besten wäre Reifen und Felge. Mann, nee, ist halt top vorbereitet. Ich bin der Einzige, der mit zum Scheiterhaufen fährt. Das stimmt. Also schwucht mal den Reifen auf die Montiermaschine. Ja, machen wir jetzt einen coolen Übergang. Das ist halt das Gute an der BMW. Ne? Ja, du kannst den Reifen auch montieren, wenn du Felge drin lässt. Ne? Genau. Haben wir alles schon gemacht. Auf Seiten gelegt und den Reifen schon mal den Schlauch gewechselt. Genau. So, jetzt gehen wir rein, machen schnell deinen Vorderreifen drauf. Auf geht's. Einfach haben wir gewechselt. Jetzt sind wir eigentlich fast fahrbereit. Außer mein Bock der letzten Zeit. Das Schöne an SWD Sport ist eigentlich immer, dass hier der Chef selber schraubt. Und die Alten, die lassen schrauben. Ganz einfach. Jetzt funktioniert das so. Hallo, ich bin der Manuel Schott von SWD Sports. Heute dabei der Jörg von Zetelski, Bahnbau. Den kennt ihr ja von unseren Urlauben. Ja. Finnland ist noch gar nicht online, kommt aber noch. Ja, wo sind wir gerade? Also wir sind bei Uechtlhausen rausgefahren, rechts, links, geradeaus, zweimal links, dann nochmal rechts, dann haben wir ein Stückle Teer gefunden. Nach dem Teer wieder. 2000 Jahre später. Und dann sind wir da angekommen. Und was ist das? Das da hinten ist die ehemalige innerdeutsche Grenze. Da ist der Zaun, da ist der Graben und der war betoniert. Irgendwo dazwischen gab es noch ein Minenfeld. Und die zieht sich einfach mal von Ost nach Ost. Komplett zwischen Deutschland durch. Ja. Wie lang die ist, blendet der Johannes nachher ein, wenn er es kann. Okay, was haben wir vor? Naja, es ist immer noch Corona. Und selbst beim Shit-off-Tanken muss man sich den Maulkorb aufsetzen. Also haben wir gesagt, wir bleiben mal im Land. Wir fahren mal abwechslungsweise wie der Boxer. Ah ja, genau. Keine 96er. Das ist ein Boxer. Ah ja, genau. Der Taufpate war der Simon Kirsi von dem Teil. Stimmt, da hat sogar Unterschrift drauf. Genau. Habt ihr die schon mal gesehen? Und hat er schon persönlich mal den Motor geschrottet. Ja, da geht's entlang. Und wenn wir jetzt so Hassberge, Thüringen, ne? Da sind wir eigentlich ja mittendrin. Ne? Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie weit wir da kommen. Zwischendrin müssen wir was einkaufen, was zu essen und was zu trinken. Und wir schauen, was wir erleben. Genau. Genau. Zelt haben wir keins dabei. Jetzt steigen wir mal in die Strecke ein. Gewarnt worden sind wir aber eigentlich, ne? Dass da immer mal Platten fehlen und so, müssen wir aufpassen. Staubt aber bestimmt nicht so wie der Weg daher. Was noch nicht gesehen hat, das hat es früher gegeben. Bis 1989 war das auch besetzt. Das ist ein Grenzturm. Ich habe das jetzt so im Kopf. Als kleines Kind bin ich öfters in die DDR eingereist. Erste, zweite, dritte Grenze. Wir sind quasi im mittleren Streifen, wenn man da rüber schaut. Grenzstreifen. Und hier auch. Also man sieht, das ist einfach der hintere Grenzstreifen. Und der war zu überwinden, wenn du ausreisen wolltest. Also ohne Stempel. Wir fahren mal außen rum. Da muss auch ein Führungsbunker sein. Ich weiß nicht, ob der da drin ist. Wahrscheinlich unten drin. Ja, wahrscheinlich unten drin. Gucken wir mal uns an. Da unten ist der Bunker drin. Guck mal, das war ein Sound. Ja. Das ist voll gruselig da.
geht es ja noch 8 Stockwerke tiefer. Ne? Meinst du? Natürlich, sind wir noch nicht so stark. Was sind das für Türen, ey? Da ist der Generator. Hm. Für Strom. Ja. Oh, oh, oh. Schau mal her. Da sind die Kameraden. Krass. Oh, was steht da? So was bin ich schon mal gefahren, da war ich so 10. Mein Nachbar die Dinger verkauft. Kriegt man das hier rein? Arbeitsplatz. Hm. Krass. Ja, der Bunker hat ja noch mal einen Zu- und Eingang. Schau, schau. Und da kannst du schauen, weil draußen ist das ein Spion. Ich komme mir auch um den Kopf an der Decke an, weil das niedrig ist. Voll gruselig. Du hast das Ding an, oder? Ja, ja, ja. Voll die Spinnenweben. Ja. Geil. Fängt mich schon an, ein cooles Video zu werden. Schaut mal her, Jungs. Der Turm war wohl neben dran gestanden, ne? Irre. Entwurfsjahr 74. 50 Jahre später und wir haben es scheiße aufgelassen. Also wir haben jetzt aber auch scheiße, was soll das hier lande? Oder Fehlerstück ist. Da echt. Scheiße. Also, wenn ich das bezahlen muss, dann schreibt es unten in die Kommentare. Okay? Achtung. Ja? Gasmaske oder Hund? Gasmaske, schaut euch den Kameraden an. Schon ein bisschen krank. Wie dick die Türen sind, ne? Krass. So Jungs, da schälen wir uns da wieder raus, ne? Das ist doch noch drin. Oh, Klaus! Wie geht's denn euch? Schau mal, ob da noch Kaffee drin ist. Schau mal die Maschinengewehr an. Irre. Und irgendwie bleichen die Klamotten noch nicht aus. Meine werden jetzt schon Schnee holen. Also da könnt ihr sehen, da hat man echt alles im Blick gehabt, ne? Und reinschauen konnte man ja nicht, die waren so halb verspiegelt. Und da hinten über den Berg fahren wir die zweite Grenzlinie, also die eigentliche Grenze entlang gleich. Du hast da gesessen und keiner hat gesehen, dass du rausguckst. Hm? So. Lieber Panzer. Irre. Krass. Und da oben war der Scheinwerfer. Den konntest du am Dach dann drehen. Und dann ging der Scheinwerfer los. Fenster auf, rausgeschossen, fertig. So, wir waren jetzt da drin. Und jetzt schauen wir, dass wir wieder auf die Strecke kommen. So, jetzt haben wir da sehr gut gegessen. Ich habe das Schild von da oben gesehen, sonst wäre ich da nicht runtergefahren. Irre, oder? Das ist so krank. Mal schauen, wo uns der Weg hinführt.
Voll cool. Und die findet man manchmal gar nicht, die Straße. Die ist so zugewachsen. Also den Steinen nach würde ich sagen, da lang geht's. Oder? Ja. Das ist ja irre, oder? Hättest du jetzt gedacht, ich fahre noch auf den Weg, da hast du jetzt auch schon gedacht, ich bin Baller, oder? War doch cool. Irre. Hoffentlich geht's da weiter. Nee, geht nicht, das ist zu dicht. Das geht normalerweise, du musst bloß in die andere Richtung kippen, wie ich es gemacht habe. Ja, der Köpf genau falsch schon. Gib Gas. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Nochmal Gas. Ja, das. Und wir machen das gleich wieder rückwärts. So, als Kameramann muss man nicht nur einen kleinen Salat essen, sondern auch mal, du musst wieder in ein Loch nachstecken. Ja. Sondern auch einmal den Pfosten halt. Ins Loch reinstecken krieg ich hin. Ja, ja, ja. Angeber. Hat schon öfters geklappt. So. Okay. Oh, ich habe einen Stromschlag gekriegt. Echt? Auf der Birne gerade. Das hat sich richtig gehört, bis es geknistert hat. So. Okay. Hallo! Hallo! Alter, ist ja voll hart da oben, oder?